5 Wochen quälender und nervenaufreibender Verhandlungen liegen hinter den Konfliktparteien und Vermittlern und das Ergebnis löst international Erleichterung aus. Israel und die Terrororganisation Hamas haben sich auf einen Austausch von Gefangenen und eine damit verbundene 4-tägige Waffenruhe geeinigt. In mehreren Schritten sollen zunächst 50 der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln und 150 palästinensische Häftlinge freikommen. Auch eine potenzielle Verlängerung steht im Raum. UN-Generalsekretär Guterres begrüßte das Abkommen als einen Schritt in die richtige Richtung. Seit 7 Wochen lebt Gilad Korngold in größter Sorge. Sein Sohn, seine Schwiegertochter Adi, ihre Kinder, Adis Mutter, eine Tante und eine Nichte wurden vermutlich von Kämpfern der Terrororganisation Hamas entführt. Jetzt hofft er, dass alle freikommen. Ich werde sie umarmen, sie küssen. Ich hoffe so darauf. Wahrscheinlich kommen sie erst mal ins Krankenhaus, um sich durchchecken zu lassen und so weiter. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was ich tun und was ich sagen werde. Nach tagelangen Verhandlungen hat Israels Regierung einer mindestens 4-tägigen Feuerpause im Gazastreifen zugestimmt. Im Gegenzug für die Freilassung israelischer Geiseln voraussichtlich ab Donnerstag. Israel soll außerdem Palästinenser aus Gefängnissen freilassen. Doch nicht alle Israelis sind für diesen Deal. Dvir Cohen aus Jerusalem zum Beispiel hat Angst, dass der Mann, der seine Frau verletzte, freikommen könnte. Er kommt aus der Nachbarschaft. Ich will mir allein die Möglichkeit nicht ausmalen. Es wäre sehr schwer für meine Familie, wenn meine Frau morgens aus der Tür tritt und sieht, wie dieser Gauner in Freiheit ist und das Victory-Zeichen zeigt. Meine Kinder haben gesehen, wie er ihr ein Messer in den Rücken stach. Im Westjordanland spricht der palästinensische Politiker Mustafa Barghouti von einem Erfolg. Das Abkommen bricht die israelischen Tabus. Es bricht den Willen Netanyahus und seiner Regierung, zwingt ihn, den Waffenstillstand zu akzeptieren und zu akzeptieren, dass israelische Gefangene nicht befreit werden, außer durch einen Gefangenaustausch und durch die Freilassung palästinensischer Gefangener. Er muss anerkennen, dass es Kinder und Frauen gibt, die in Israels Gefängnissen festgehalten werden. Oder wird gezwungen zuzugeben, dass es unvermeidlich ist, Vereinbarungen mit dem palästinensischen Widerstand zu schließen. Auch US-Präsident Joe Biden begrüßt die Vereinbarung. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nennt die geplante Freilassung von Geiseln einen Durchbruch. Ägypten war neben Katar und den USA maßgeblich an den Verhandlungen beteiligt. Präsident al-Sisi betont, Ägypten wolle sich weiterhin für dauerhafte Lösungen im Nahostkonflikt einsetzen. Diese müssten Gerechtigkeit und Frieden herstellen und dem palästinensischen Volk legitime Rechte garantieren. Eine Lösung des Konflikts ist allerdings nicht in Sicht. Israels Regierungschef Netanyahu kündigt an, der Krieg im Gazastreifen werde nach der Feuerpause fortgeführt, bis alle Ziele erreicht seien. Dazu gehöre die Eliminierung der Terrororganisation Hamas und die Rückkehr aller Geiseln und Vermissten. Und die Hamas spricht davon, die Hände so wörtlich weiter am Abzug zu haben. Und wir wollen mehr erfahren von DW-Korrespondentin Tanja Krämer in Jerusalem. Tanja, der Freilassungsprozess der Geiseln ist ja detailliert ausgearbeitet worden. Wie soll das ablaufen und vor allem auch überwacht werden? Ja, es ist ein sehr, sehr komplexer Prozess und wir sind auch nicht in alle Details eingeweiht. Die politischen Garantien für diese Vereinbarung, die das israelische Kabinett dann auch verabschiedet hatte über Nacht, zu dem alle zugestimmt haben, diese übernehmen die USA, Katar, der Hauptvermittler und auch Ägypten. Aber letztendlich muss das alles vor Ort natürlich dann auch so ablaufen wie geplant.
Wir warten jetzt zunächst auf eine Bestätigung, wann diese Feuerpause stattfinden soll. Es heißt, es soll wahrscheinlich um 10 Uhr am Donnerstag beginnen, aber das ist noch nicht bestätigt. Das sind natürlich die lokalen Zeiten hier. Außerdem geht erst am Donnerstag früh eine Zeit zu Ende von 24 Stunden, in denen Terroropfer in Israel noch Einspruch erheben können beim obersten Gericht gegen die Freilassung bestimmter palästinensischer Häftlinge, die in diese Vereinbarung freigelassen werden sollen. Und danach könnte es dann losgehen. Es ist vorgesehen, soweit wir das verstehen hier, dass 10 bis 12 israelische Geiseln, die in Gaza festgehalten werden, dann am Tag freigelassen werden können. Das ist auch logistisch hochkomplex. Es ist ja im Moment auch ein Kriegsgebiet, trotz der Feuerpause dann. Diese würden dann dem Internationalen Roten Kreuz übergeben. So haben wir das auch bei den vorherigen Geiselübernahmen gesehen. Und dann über Rafah, den Grenzübergang mit Ägypten, wahrscheinlich dann herausgebracht und dann nach Israel gebracht. Über 6 Krankenhäuser hier haben schon gesagt, dass sie vorbereitet sind, diese Geiseln entgegenzunehmen. Und sie werden dann dort abgeschottet, erstmal medizinisch betreut werden. Gleichzeitig oder zeitversetzt erwarten wir aber auch, dass dann die palästinensischen Häftlinge, die dafür vorgesehen werden, wir wissen dann nicht genau, wie viele pro Tag dann auch freigelassen werden. Die sollen dann wiederum ins Westjordanland oder nach Ost-Jerusalem nach Hause freigelassen werden. Kannst du uns mehr zu diesen Menschen erzählen, die auf beiden Seiten freigelassen werden und auch wie dieses Ungleichgewicht von 50 zu 150 zustande kommt? Ja, ich denke, das war eine, soweit wir das verstehen, hier aus verschiedenen Quellen eine Forderung der Hamas, diese Ratio von eine Geisel für 3 palästinensische Häftlinge. Zu den palästinensischen Häftlingen, da wurden heute die Listen von Israel veröffentlicht. Da stehen 300 Namen drauf. Es sind vor allen Dingen Frauen und minderjährige Häftlinge. Zwar über 120 etwa, die unter 18 Jahren sind, die hier im Gefängnis sitzen. Die Jüngsten sind 14 und da reicht die Verurteilung von Steinewerfen bis auch Messerattacken. Es wurde darauf geachtet, dass keine Häftlinge, die verurteilt wurden für Mord dabei sind, aber es sollen Häftlinge dabei sein, die wegen versuchten Mordes verurteilt wurden. Und bei den israelischen Geiseln sollen es mindestens 30 Kinder sein, die im Gazastreifen festgehalten werden mit ihren Müttern. Die sollen also auch nicht auseinandergerissen werden. Weitere Frauen und auch ältere Frauen, die jetzt im ersten Zug freigelassen werden sollen. Man hofft ja, dass es dann noch weitere mögliche Geiseln geben wird, die dann freigelassen werden können im Zuge dessen. Das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Tanja Krämer, vielen Dank für die Information.